Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Profinerd und heute geht es um dieses wunderschöne Creator 3-in-1 Modell. Ich habe euch das 3-in-1 Modell schon mal vorgestellt, habe es auch schon mal beleuchtet. Die Kabel sind sogar noch drin vom letzten Mal. Das steht als hinter meiner Kamera, das seht ihr normalerweise nicht. Das sieht ungefähr aus wie hier hinten, nur das sind eben andere Gebäude, die da stehen. Unter anderem stehen da die City-Gebäude, da steht eine Polizei, eine Feuerwache, der Lego-Store steht da, das Spielzeugladen, steht eine Menge. Worum geht's heute? Das Ding hier ist ein wunderschönes Creator 3-in-1 Modell, das wirklich nicht schlecht aussieht. Das ist ein modular, man kann es abnehmen, man hat ein, also kann es abnehmen, kann ein paar Sachen machen, hier sind auch die Käbelchen dran, ist echt nett gemacht, ist super. Aber was wäre, wenn man aus dem was Cooles machen könnte, wie zum Beispiel ein Gebäude für meine modulare Stadt? Ich baue ja gerade eine Stadt, ich plane sie ja gerade und wie wäre es, wenn ich dieses Ding umbauen könnte, zum Beispiel in dieses schöne Gebäude. Ich blende euch das mal ein. Ich habe mir die Anleitung gekauft. Und habe den Hersteller gefragt, das ist von Brickative. Brickative, die machen Anleitungen, PDF-Anleitungen zu Sets, die man bauen kann. Die haben eine wunderschöne Häuserreihe für ein kubanisches Feeling. Die haben wunderschöne viktorianische Gebäude, richtig cool. Der Witz ist, man muss sich die Teile einzeln besorgen. Man kauft sich die Teile einzeln von überall auf der Welt. Per Bricklink hat die eventuell in seinem eigenen Vorrat, baut die Gebäude nach. Die Teile kosten, je nachdem wie groß das Gebäude ist, eine dreistellige hohe Summe. Hat aber mega Spaß beim Zusammensuchen der Teile und freut sich dann, wenn das Gebäude steht. Brickative kann auch was anderes. Brickative hatte auch zum Beispiel gesagt, hey, wir können es so machen, wir nehmen ein Lego-Modell und bauen eine Alternativanleitung dazu und machen ein Alternativgebäude draus, das du in deine modulare Lego-Stadt stellen kannst. Dann habe ich gesagt, cool, die Anleitung kostet 8 Euro, habe ich nicht lange gezögert, habe die gekauft und jetzt baue ich dieses Ding hier einfach um. Das Coole ist, der Lukas von Brickative, ich hatte Kontakt mit ihm, für ihn ist es d'accord, dass ich jetzt das umbaue und euch ein paar Sachen in die Kamera halte. Der hat auch Umbauten gemacht von der Lego Modular Eckgarage. Von zum Beispiel anderen Modulargebäuden oder von anderen Lego-Sets. Da gibt es Umbauten. Einfach 3, 4, 5, 40 Teile dazu kaufen und ihr kriegt ein ganz anderes Gebäude aus einem Set, das ihr schon habt. Und ihr könnt damit eure Lego-Stadt erweitern. Wenn ihr das Set 2, 3 mal im Keller habt, könnt ihr es einfach eine Alternativanleitung nutzen und eure Stadt vergrößern. Ich habe jetzt erstmal Freude. Ich nehme jetzt dieses Set hier auseinander, nehme die ganzen einzelnen Steine, sortiere die und dann nehme ich meine PDF-Anleitung und baue das Gebäude um. Und dann gucken wir mal, wie das Ding ausschaut und stellen mal ein, zwei Modulargebäude daneben. Ich freue mich drauf. Nachdem ich das Set nun auseinandergenommen habe, steht hier das fertige Ergebnis. Bevor wir darauf eingehen, ich habe es mit Absicht so hingestellt, dass ihr noch nicht alles sehen könnt, gehen wir auf die Teile ein, die übrig geblieben sind. Also diese Platte ist auch übrig geblieben. Die drei Minifiguren kann man natürlich drin positionieren, wie man möchte. Und wir haben einen, also der Engländer würde sagen, a bunch of plates. Also wir haben richtig viele Plates, die übrig sind. Auch große Plates. Und noch ein paar Einzelteile. Also wir haben nicht alle von den Teilen des Hauses verbaut. Einige sind übrig geblieben. Und ich muss ein Vorwort machen. Also, ich schiebe es gleich mal alles beiseite, wird gleich laut. Vorher aber das Vorwort. Dass ein Lego-Designer, ein hobbymäßiger Lego-Designer aus einem bestehenden Lego-Set etwas baut, das komplett anders ist. Also, wir haben ein ganz anderes Haus als das, was wir vorher gesehen haben, ist schon bemerkenswert und hat viele Teile verwendet. Und auch so verwendet, wie ich sie nicht verwendet hätte, weil ich nicht auf die Idee gekommen wäre, um eben dieses Erlebnis zu schaffen. Zeige ich euch gleich, was ich meine. Es ist wirklich erstaunlich, was er alles verwendet hat, um dieses Gebäude zu bewerkstelligen. Es sind Bautechniken drin, die sind teilweise seltsam. Viele Sachen sind locker, viele Sachen sind nicht richtig verbunden, viele Sachen sind komplett instabil. Liegt aber an der Teilebasis des Lego-Sets. Er kann nicht einfach sagen, ja gut, wenn das so nicht passt mit dem, dann haue ich mir noch drei Eckelemente rein oder so oder mache andere Fliesenlängen rein, dass ich da eine super Konstruktion kriege. Nee, war nicht. Er hat mit den Teilen gearbeitet, die dieses Set bietet. Okay? Das heißt, ich gehe drauf ein, aber erstens nicht sauer sein, zweitens ist trübt das Bauerlebnis keinesfalls und schon gar nicht das Präsentationsergebnis. Ich schiebe mal alles beiseite, wird ein bisschen laut, aber schieben wir mal dahin. So, oh. Bitte alles auf dem Tisch bleiben. So, das ist das Gebäude. Wir haben nicht ganz Modularhausbreite, wir haben 24 Noppen, keine 32. Und ihr seht schon, es ist unten nicht verbunden. Die Teile geben es nicht her. Wir können es aber modular abnehmen, wir können das erste Stockwerk abnehmen. Wir können das zweite, wir können es auch auseinanderschieben dann, wir können das Stockwerk abnehmen. Und wir können jenes Stockwerk abnehmen. Ich gehe gleich auf die einzelnen Stockwerke ein, weil es da kleine Besonderheiten gibt. Ich schiebe die mal beiseite.
Eins habe ich, ach genau, das Dach habe ich hier vergessen. Das Dach habe ich hier nicht abgenommen. Ha, guck mal. Das entfetten wir nochmal voneinander. Kommst du raus? So. Das, 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 das. So, wir fangen mit der kleinen Seite an. Das hier vorne mit dem schönen Holz, was aussehen könnte, als wäre es eine kleine Terrasse, ist niedlich gemacht. Wir haben einen Blumenladen da drin. Die Teile sind echt schön verbaut. Wir haben eine Markise innen drin noch. Also das sieht super aus. Das hat mir sehr gefallen. Das ist das erste Element, das man gebaut hat. Das hat Spaß gemacht. Das ist alles stabil, bis auf diese Kleinigkeiten. Die sind nicht miteinander verbunden, weil es kein Element gibt, um die Sache von unten noch mit zu befestigen. Okay, das war schon das Erste, wo ich dachte, okay, es ist eben so. Es wird immer besser, keine Panik. Dann haben wir noch so einen kleinen Stuhl mit Lampe, auch super gebaut. Hier habe ich eine andere Farbe verbaut. Ich habe dieses Ersatzteil nicht mehr gefunden. Euch muss gewahr sein, wenn ihr so ein Set von Lego umbaut mit einem Bricative-Set, müsst ihr alle Teile haben, auch die Ersatzteile, die damals zu oft im Beutel gewesen sind. Und das war so ein Ersatzteil. Ich habe es in Grau nicht mehr auf die Schnelle gefunden, deswegen habe ich es in Weiß genommen. Das sieht auch extrem cool aus mit den Mauersteinen. Also das gibt richtig viel her. Und es ist leicht modular aufgebaut. Ich kann es einfach draufsetzen. Zack, Sitz, passt, wackelt und hat Luft. Und der letzte Teil. War das der letzte Teil? Nee, da fehlt doch noch was. Ach so, das ist ja zusammen als eins. Nee, das ist es unten. Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas habe ich doch gerade weggestellt. Das fällt wieder auf. Wir fangen mit der unteren anderen Seite an. Und hier ist der Eingang des Parrots Apartments. Innen drin ein wunderschöner Blumenladen. Super viele Details ausgearbeitet. Hat richtig Spaß gemacht, das zu bauen. Nur die Wände sind komplett nicht verbunden mit den anderen Ebenen. Und das ist auf der anderen Seite genau das Gleiche. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass es keine Möglichkeit gab, das gescheit einzuarbeiten, um auch die Farbtreue zu gewährleisten. Sprich, dass ich sage, ich habe hier eine orangene Wand und ich habe nicht irgendwo was Gelbes oder Blaues oder Orange oder was Weißes drin oder was Schwarzes, dass ich einfach dieses wunderschöne Element hier so beibehalte, wie es ist. Ist schade, gebe ich zu. Ist aber nicht anders möglich. Wir gucken uns aber mal innen drin um. Ha, wir können es rausnehmen zum Angucken. Es ist schön gemacht. Es ist echt niedlich gemacht. Eine kleine Kasse, einen Geldschein, die großen Scheiben wiederverwendet. Das hat er gut gemacht. Und das ist so eine kleine Besonderheit. Das fällt mir gleich aus der Hand. Hier, kleiner Container. Dieser kleine Container ist aus dem Geldautomatensatz und da dient eben innen drin auch als Container und als Wandelement. Wurde eben auch sinnvoll verbaut. Dachte ich jetzt auf den Bildern, hä, was? Da setzt ein Container als so ein Element ein. Ja, aber es macht ja tatsächlich Sinn. Und das habe ich mir auch nochmal gewahr gemacht, was das letzte Set hier, das Dachstück von hier oben ist. Das ist was Blaues gewesen. Hier oben haben wir noch schön dekoriert, auch ein schön dekoriertes Fenster. Hier fehlt mir auch noch ein kleines Ersatzteil, das ich nicht auf die Schnelle gefunden habe. Klimaanlage oben drauf. Also ich finde das Ding super. Es hat echt Spaß gemacht zu bauen. Das Fenster, ne, ist ein bisschen schief hier. Gerade auch diese Elemente zwischen den Fenstern mit diesen Elementen. Super, auch die Farbtreue wieder mit dem Blau. Ab und zu noch ein bisschen, hier muss ein Türrahmen eingesetzt werden, sonst weil die blauen Steine ausgegangen sind. Es sind keinerlei blauen Steine übrig. So, jetzt passt es aber. Und ich finde es doch echt niedlich gelöst. Es waren die ersten drei Bauschritte. Das war dann der vierte Bauschritt. Das ist echt okay. Und ich dachte mir schon, ja okay, ist ein bisschen instabil, okay, aber hier fängt das Instabile dann an. Und jetzt kommt das instabilste Teil, das richtig instabilste Teil. Das ist der Kollege. Das ist eine Wohnung, eine kleine Küche. Auch hier wurde mit Teilen gearbeitet, die so nicht dafür vorgesehen waren. Zum Beispiel hier so ein Motorblock-Element oder hier hinten auch mit ganz vielen 1x1-Plates, um aufzufüllen. Ich mache jetzt mal die Wand weg, weil die genauso ist wie beim unteren Teil. Und zu dem komme ich gleich. Wir haben hier eine exzellent gestaltete Küche. Eine wunderschöne Küche, schöne Fensterfront, auch schön designt. Wir haben Essen auf dem Tisch, wir haben einen kleinen Stuhl, wie sich das gehört. Und das Spülbecken hier hinten ist offen. Es sind einfach nicht genügend Teile da, um das gescheit aufzufüllen und diese Wand hier irgendwie zu machen. Es war nicht genug Gelb da. Wir haben auch kein einziges gelbes Teil mehr über. Ist aber ganz niedlich gemacht. Angedeutete Küchenschrank und so. Und seht ihr das? Hier auf diese Fläche, auf diese Fliese muss dieses Teil drauf. So eine Bauanleitung wird einfach draufgestellt. Warum wird es draufgestellt? Weil es später von der Scheibe, ich mache das mal unten dran, weil das unten später einfach über die Scheibe fixiert wird. So, zack. Das ist eine Lego-Bautechnik, die Lego nie im Leben gemacht hätte. Ebenso wie das hier vorne, dass es so hier locker ist. Aber es geht mit dem Teil nicht anders, die im Lego-Set verbaut sind. Und er hat echt viel rausgeholt. Auch diese kleine Lampe, die da oben dran prangert. So, die kleine Lampe. Es ist echt niedlich gemacht. Und so eine Detaildichte, so eine verspielte Art und Weise da drin, gefällt mir super gut.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, also hier sind leider keine Noppen drauf. Das ist die einzige Wand, die ganz locker ist. Ebenso wie die hier. Wenn man die aber übereinander stellt, so, ergibt sich eine minimale Festigkeit. Klar, die Wand wackelt immer noch wie ein Kuhschwanz. Aber es sitzt. Das letzte Stockwerk ist auch ein, ich würde mal sagen, Entertainment Room. Hier ist aber alles fest. Hier waren die Elemente da, um das festzumachen. Denn die weißen Fliesen da oben halten das alles. Wir haben hier eine ganz krasse Farbanzahl. Das ist ganz seltsam gemacht. Aber hey, es sieht gut aus im Endeffekt. Wir haben einen schönen Balkon. Natürlich überall mit Türen, die man aufmachen kann. Und auf der Rückseite, ich würde jetzt gerne auch die Wand aufmachen. Wir haben hier einen Läufer drin, einen kleinen Teppich, eine Couch, einen Fernseher, ein Entertainment-System. So könnt ihr gut reingucken. Couch, Entertainment-System. Also da ist alles drin, was man braucht als Gamer. Gefällt mir sehr gut. Oh, da ist eine Box runtergerutscht. Ja, die habe ich falsch rum. So, jetzt. Ist halt nur an einer Noppe festgemacht. Er hat das Beste rausgeholt, was ging. Und jetzt gibt es da oben, wenn das hier drauf ist, mit dem Balkon. Zack. Wie gesagt, jetzt die untere Wand hier ist locker. Und hier oben diese Wand ist locker. Aber alles in allem hält es doch. Das Dach ist super interessant gestaltet. Das Dach gefällt mir besser als bei so manchen Modulargebäude. Hier haben wir auch die Andeutung an einen Blumenladen mit den zwei Scheren, bis ich die zweite Schere gefunden habe. Das hat gedauert, sage ich euch. Und die Scheibe hier oben, die ist einfach nur an so einem Zweier oder an so einem Bracket festgemacht, an einem 2x2er Bracket. Zack. Und die wird einfach oben drauf gesetzt. Und dann könnte man auch von oben in das schöne Wohnzimmer reingucken, beziehungsweise man hat ein wunderschönes, großes Wohnzimmer mit Dachfenster. Und das wird dann einfach zusammengeschoben, mit diesen Elementen dann eben festgemacht. Zack, dass es oben nicht wegrutscht. Und gut ist. Auf der Rückseite schön grün, Richtung Garten hingehend. Tolles Teil, auch ein schöner Eingang. Und auf der Vorderseite hier, oder? Es ist einfach goldig gemacht. Es ist echt niedlich gemacht für das, was übrig bleibt oder was aus dem Lego-Set gemacht wurde. Ich kann nur sagen, es war eine andere Bauerfahrung als ein Original-Lego-Set. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das mit einem Modulargebäude zusammenarbeiten kann. Denn wir haben hier keine Noppen zum Andocken. Es passt nicht. Es ist ja auch nur 24 Noppen tief. Also ihr seht es ja hier, guck mal. Zack, da fehlt einfach was. Es fehlt einfach was. Das passt also nicht in meine modulare Stadt, wie ich es mir erhofft hatte. Und es ist ja auch ein bisschen zu wackelig für meine modulare Stadt. Aber, wie ich eingangs erwähnt hatte, es ist Lego. Es wäre ja gar nicht so verkehrt, ne, wenn man da jetzt einfach noch ein paar Plates nehme. Und die dann so anordnen würden, vielleicht noch aus seinem eigenen Fundus ein paar Plates nimmt und die daran andockt, um zum Beispiel jetzt hier so eine kleine Umrandung mit den Plates zu machen, vielleicht noch ein paar Fliesen drauf und ein paar Halterungen und zack, können wir das wieder verbinden mit dem Gebäude. Wenn man so eine kleine Gartenzaun noch drumherum macht oder sowas oder wenn man tatsächlich das als schmales Gebäude zwischen zwei Gebäude machen wollen würde, könnte man ja, es ist Lego, einfach ein paar Bausteine austauschen, können die Verbindung fix machen und können das dann einfach integrieren. Das ist das, was ich machen werde, denn es ist ja nur ein Bauvorschlag. Die Anleitung hat mich 8 Euro gekostet, das ist jetzt kein rausgeworfenes Geld. Ich bin zufrieden damit. Und es ist definitiv etwas, was in dieser Form in meine Stadt passen wird. Ich werde es, wie gesagt, noch ein bisschen umbauen, werde auch gucken, dass es in das modulare Schema passt. Wobei ich sagen muss, dass diese schöne Fensterfront hier ist. Die möchte ich nicht zwischen zwei Gebäuden haben. Das würde ich so machen, dass es dann einfach eine Straßentrennung ist oder ein Eckgebäude wird, wo dann so ein Weg zwischen rein führt oder so vielleicht sogar ein Park kommt. Wer weiß, da haben wir auch einen Park im Aufbau. So in diese Richtung wird es gehen. Summa summarum kann ich sagen, es war eine schöne Bauerfahrung, dieses kleine Gebäude umzubauen in ein modularähnliches Gebäude. Und ich werde mir noch mehr Brickative-Anleitungen besorgen und ich werde auch ein Brickative-Gebäude mal so bauen, wie es sich gehört. Und zwar alle 3000 Teile separat kaufen, Unmengen Geld ausgeben und ein schönes Modulhaus bauen für meine Stadt. Und vielleicht zeige ich euch noch das ein oder andere Set. Ich bin mit dem Hersteller in Kontakt. Der ist sehr nett und sehr lieb. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr dann gerne anmailen, anschreiben. Ich empfehle euch, der hat auch ein, zwei kostenlose Anleitungen auf der Webseite. Könnt ihr auch mal gucken. Ich mache euch den Link in die Shownotes und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bisschen mal anderen Fokus auf Lego. In dem Sinn, habt noch einen schönen Tag. Bis bald.